Cheers! Cheers! Künstlerleben 10. Geht in die nächste Runde. Yes! Und wir sind im Weinkeller Uznach. Ich habe mir überlegt, wir gehen ja jetzt dann verschiedene Weine degustieren. Und man tut sie dann auch immer so beschreiben, die Weine. Und es kommen dann plötzlich Bilder. Und der Wein hat auch so einen besonderen Geist in sich. Und ich dachte, es wäre cool, wenn wir pro Wein uns wieder 5 Begriffe aufschreiben, einfach Wörter, die mir in den Sinn kommen, während ich den Wein geniesse. Und dann ist die Aufgabe, die Kreative, dass ich nachher mit diesen 5 Wörtern eine kurze Geschichte schreibe. Und nachher mich von dieser Geschichte inspirieren lassen, um ein Bild malen. Einfach, oder? Panorama heisst der Wein. Und der ist aus dem Weingut Bachmann in Stäfen. Revenezia, das ist Revenezia, ist Venedig. Ja. Sprudeln die Wörter schon aus dir raus? Nein, es hat so viele Ebenen, so viele Schichten. Es ist so viel los. Ich bin ganz noch überwältigt von diesem schönen Ort. Und ich lasse dich mal einsinken, wenn ich Zeit habe. Es braucht auch Zeit. Jetzt haben wir mal so viel Platz. Besser als im Zug. Ready! Der erste Schluck, den wir nehmen. Ja, ganz im Ernst. Man braucht richtig Ruhe für das. Wir nehmen uns jetzt ein bisschen Zeit. Also ich bin noch nicht besoffen. Ich finde es so schwierig mit diesen Wörtern. Aber ich glaube, man muss wie das Erste, das kommt, muss nehmen. Das ist tricky, genau. Weil sobald du anfängst zu studieren, dann hast du es gerade vergessen. Es ist so unmittelbar. Genau, wie das Erste, auch wenn es noch so crazy ist. Danke, weil ich jetzt auch ein Wort gehabt, ich habe es so komisch gefunden. Und ich schreibe das jetzt auf. Saftfluss. Es braucht viel Konzentration. Ich habe echt ein extra Buch gekauft für Künstlerleben. In meinem schönen neuen Buch habe ich angefangen. Es ist nicht wirklich eine Geschichte. Ich habe auch die Wörter versucht einzubinden. Ich bin im Schlaraffenland, tanze auf einem Seil über eine Blumenallee. Frühlingsgefühle machen sich breit. Ich fühle mich von Frische umhüllt. Eine Ganzheit in mir breitet sich aus. Ein lieblicher Duft umspielt meine Füße im Sand. Wow, einfach mindblowing. Es war einmal eine Frau, die liebte Zitronenkuchen. Sie kam auf die Idee, deshalb einen Zitronenbaum anzupflanzen, sodass sie immer genügend Kuchen vorrätig hatte. Sie liebte es, Passanten vor ihrem Haus ein Stück Kuchen mitzugeben auf ihren Weg. Im Sommer schenkte der Kuchen den Menschen Frische und Glück. Es war ein Aufruf, im Moment zu verweilen und in einem richtigen Zen-Moment zu verweilen. Eines Tages wurde ihr der Zitronenbaum in ihren Garten geliefert und eingepflanzt. Voller Freude schmückte sie ihn mit einem besonderen Klangwindspiel, auf das zukünftige Kuchen besonders gelingen würden. Und so geschah es. Einfach himmlische Kuchen sind von da an gebacken worden. Jetzt nehme ich blau. Ja. Going gets tough. Also das haben wir nicht bestellt, die Musik. 80s Musik. Aber wir sollten morgen ins Konzert. Wir waren gerade so am Umstudieren wegen der Quintessenz von dem Ganzen, was wir hier eigentlich machen mit dem Künstlerleben. Und du hast es vorhin ganz gut gesagt, es ist so wie, wir werden mutiger im Sinn von Neues ausprobieren, neues Sinn, also Sinn haben wir ja alle, aber Neues über Sinn entdecken, über die Wörter, wie jetzt über die Geschichte. Und ich glaube, durch das werden wir so von einem breiten Spektrum inspiriert, dass das unsere ganzen Kanäle auftönt. Wir kommen einfach ins Jetzt. Es ist so krass, wie einem das gerade zu einem führt. Vielleicht zu Erinnerungen, zu der eigenen Sinnlichkeit. Es ist toll, es ist schön. Ja, darum möchten wir euch wirklich inspirieren, um einfach das auszuprobieren. Weil ihr kommt wirklich ganz anders bei euch an. Ihr könnt es auch mit Tee machen, verschiedene Teesorten. Unbedingt. Go for it!